Liebe Schülerinnen und Schüler, guten Tag und willkommen in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. Wir sprechen heute über Weihnachtsgeschenke. Also, los geht's! Nach dieser Videolektion könnt ihr einige christliche Feier- und Festtage chronologisch ordnen. Ihr könnt über Weihnachtsbräuche sprechen, einem Hörtext über Weihnachtsgeschenke Informationen entnehmen, Einkaufszettel für Weihnachtsgeschenke erstellen, einen Wunschzettel zu Weihnachten organisieren, einem Video über Weihnachtsgeschichte Informationen entnehmen und eine moderne Weihnachtsgeschichte schreiben. Für diese Videolektion braucht ihr Papier oder Heft, einen Bleistift oder Kugelschreiber, das Internet am Handy, Computer oder Tablet und die folgenden Symbole helfen euch zu finden, was ihr im Moment machen sollt. Also ihr werdet in dieser Präsentation bestimmte Bilder und Symbole immer wieder sehen. Zum Beispiel das Heft mit den Stiften oder das Handy oder eine Sprechblase. Oder das Zeichen für die Pause. Wenn ihr das Heft mit Stiften sehen sollt, sollt ihr etwas über eure Hefte aufschreiben. Wenn ihr das Handy seht, sollt ihr einen Link anklicken und euch etwas anhören, ansehen oder einen Text lesen oder eine interaktive digitale Übung machen. Wenn ihr die Sprechblase seht, sollt ihr sprechen und wenn ihr die Pause seht, sollt ihr die Videoaufnahme pausieren und die nächste Aufgabe machen. Wie ihr schon wisst, könnt ihr in jedem Moment eine Pause machen. Wir fangen mit unserer ersten Aufgabe an. Die erste Aufgabe lautet: Ordne folgende Feier- und Festtage chronologisch. Von den Feier- und Festtagen sind folgende auf der Liste: Der Nikolaustag, der zweite Weihnachtsfeiertag, der Beginn der Adventszeit, der Heiligabend, der Silvester, das Weihnachtsfest oder der erste Weihnachtsfeiertag oder einfach Weihnachten. Von den Begriffen könnt ihr in eure Hefte den Begriff der Heiligabend und das Silvester schreiben. Ihr könnt jetzt bitte die Videoaufnahme pausieren und folgende Begriffe in der chronologischen Reihenfolge in eure Hefte schreiben. Und hier kommen wir zum Lösungsschlüssel. Bestimmt habt ihr eure Fest- und Feiertage in folgender Reihenfolge in eure Hefte aufgeschrieben. Zuerst kommt der Beginn der Adventszeit, der immer dann zwischen 27. November und dem 3. Dezember stattfindet. Dann an zweiter Stelle ist der Nikolaustag, der immer am 6. Dezember ist. Dann kommt der Heiligabend, der immer am 24. Dezember ist. Dann das Weihnachtsfest am 25. Dezember oder Weihnachten oder der erste Weihnachtsfeiertag. Und an fünfter Stelle kommt der zweite Weihnachtsfeiertag. Der findet immer am 26. Dezember statt. Und an sechster Stelle ist der Silvester, der immer am 31. Dezember ist. In der folgenden Aufgabe, die heißt Advent, Weihnachten und ich, wollen wir sagen, was wir an Advent und Weihnachten mögen. Und was nicht? Also hier kommen die Fragen, die wir dann beantworten wollen. Was magst du an der Adventszeit und an Weihnachten am meisten? Die zweite Frage: Was gefällt dir während der Adventszeit nicht? Warum gefällt dir das nicht? Hat dir der Nikolaus dieses Jahr etwas in den Stiefel gesteckt? Wenn ja, was? Wie schmückt man in deiner Familie das Haus in der Adventszeit und zu Weihnachten? Und wie feiert man Weihnachten in deiner Familie
oder in der Familie deines Freundes oder deiner Freundin. Das ist klar für Menschen, die Weihnachten nicht zu Hause feiern. Also hier haben wir drei Begriffe, die ihr jetzt bitte in eure Hefte aufschreibt. Der Nikolaus, der Stiefel, Chisma, und der Brauch, im Plural die Bräuche, Obyczaj. Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und antwortet mündlich auf die Fragen. Die drei Begriffe schreibt ihr in eure Hefte auf. Und hier sind mögliche Antworten zu den Fragen, die wir gerade hatten. Also als Antwort auf die Frage, was du an Weihnachten magst, könntest du vielleicht antworten: Ich mag den Weihnachtsmarkt. Die Marktstände, also weihnachtlicher Duft gefällt mir. Dekoration von zu Hause gefällt mir. Kerzen anzünden, der Adventskranz, Plätzchen backen, Glühwein trinken, fröhlich singen oder Freunde umarmen. Ich möchte gerne einige von diesen gelb markierten Begriffen auch ins Kroatische übersetzen, falls ihr die nicht kennt, also der Weihnachtsmarkt, ihr Božićni Sajam, der Marktstand, ihr Stand na tom sajmu, der Duft, ihr Miris. Kerzen anzünden bedeutet upaliti svijeće, der Adventskranz, je adventski vijenac, Plätzchen backen, je peći suhe božićne kolačiće, keksiće, Glühwein trinken, piti kuhano vino. Also auf die Frage, was gefällt dir nicht, können wir hier zum Beispiel antworten: Geschenke kaufen oder Gedränge, Stress oder Staus. Wobei das Wort das Gedränge heißt gužva u smislu puno ljudi und das Wort der Stau, die Staus, bedeutet prometna gužva. Auf die Frage, was hat der Nikolaus in den Stiefel gesteckt, könnt ihr antworten: Süßigkeiten, Bücher, Kleinigkeiten. Auf die Frage, welche Dekorationen habt ihr zu Hause zu Weihnachten, könnt ihr Folgendes sagen: Weihnachtslichter oder Weihnachtsbaum oder Weihnachtsschmuck. Mit dem Wort Weihnachtsschmuck, der Weihnachtsschmuck, Schmuck meint man alle Dekorationen zu Weihnachten, Božićni nakit. Und die letzte Frage, die wir hatten: Welche Bräuche habt ihr? Könnt ihr schreiben: Wir haben festliches Essen, wir gehen in die Kirche, wir gehen in die Mitternachtsmesse, wir singen, wir öffnen Geschenke, wir haben einen Weihnachtsbaum und so weiter. Das Wort die Mitternachtsmesse bedeutet Bomoćka. Schreibt jetzt bitte die markierten gelben Begriffe in die Heft auf. Das Thema der heutigen Videolektion heißt richtiges Geschenk. Wir wollen also über Geschenke sprechen. Überlegt die Antworten auf die folgenden fünf Fragen. Die erste Frage lautet: Wem kauft ihr Geschenke zu Weihnachten? Dann, was kauft ihr zu Weihnachten? Wie viel Geld gebt ihr für die Geschenke zu Weihnachten aus? Schenkt ihr etwas, was ihr selbst gebastelt habt? Was? Macht es euch Freude, anderen etwas zu schenken? So, pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und antwortet mündlich auf diese fünf Fragen. Jetzt wollen wir uns einen Podcast anhören zum Thema Geschenke. Auf dem folgenden Link, der heißt bit.ly, also bit.ly/podcastgeschenke, wobei B in Podcast und G in Geschenke großgeschrieben wird. Oder ihr hört euch diesen Text zum Thema Geschenke auch so anhören, dass ihr diesen QR-Code einscannt. In diesem Podcast sprechen zwei Menschen miteinander.
Hört euch nur den Teil vom Anfang bis zur Minute 35 Sekunden. Antwortet darauf auf die folgenden zwei Fragen. Was kauft Adi und wem kauft Adi Geschenke? Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und schaut euch und hört euch, Entschuldigung, diesen Podcast an. Nachdem ihr euch den Podcast angehört habt, haben wir noch ein paar Aufgaben für euch. Also ergänzt jetzt bitte folgende Äußerungen richtig. Stimmt A, B oder C? Eine CD schenkt Adi A, einem Freund, B, seiner Schwester oder C, seinem Vater. Genau, C ist richtig. Er schenkt eine CD seinem Vater. Einen Mixer schenkt Adi A, seiner Mutter, B, seinem Freund oder C, seinem Onkel. Jetzt ist wiederum C richtig. Er schenkt den Mixer seinem Onkel. Nummer 3. Den Film Mon Oncle oder Mein Onkel auf Deutsch von Jacques Tati schenkt er A, seinem Onkel, B, seiner Schwester oder C, seiner Mutter. Ja, er schenkt den Film seiner Schwester. Richtig. Nummer 4. Ein Buch mit Goethes Poesie schenkt er A, seinem Vater, B, seinem Freund oder C, seiner Mutter. Ja, das Buch schenkt er B, seinem Freund. Und die letzte Aussage. Inline Skates schenkt er A, seiner Schwester, seinem Freund oder seiner Mutter. Die Inline Skates schenkt er C, seiner Mutter. Warum kauft Adi seinen Familienmitgliedern die genannten Geschenke? Haben sich Adis Familienmitglieder das gewünscht? Nein, aber das ist etwas, was sie sich selbst nicht kaufen würden. Und die Sachen machen ihnen bestimmt Spaß. Was haltet ihr von dieser Einstellung? Macht sie Sinn? Überlegt die folgende Einstellung. Was haltet ihr von der Einstellung? Pausiert bitte die Videoaufnahme und erklärt kurz eure Meinung über diese Einstellung mündlich. Mir steht der ganze Stress noch bevor. Kommentiert diesen Satz. Einige Leute mögen Weihnachten nicht. Sie sagen, Weihnachten verursacht ihnen zu viel Stress. All die Geschenke anschaffen, viel essen, Familie besuchen und so weiter. Also, Adi hat schon die Weihnachtsgeschenke und Anna steht der ganze Stress noch bevor. Wann kauft ihr Weihnachtsgeschenke? Seht ihr den Kauf der Weihnachtsgeschenke als Stress? Wie könnte man diesen Stress abbauen oder wenigstens minimieren? Pausiert jetzt die Videoaufnahme und versucht ein paar Sätze zu diesen Fragen zu sagen. Wem schenke ich was? Auf dem Link bit.ly wem was schenken, wobei w in wem und w in was und s in schenken groß geschrieben werden. Also ihr könnt entweder diesen Link eingeben oder diesen QR-Code einscannen. Dahinter versteckt sich ein Lückentext zum Thema Wem schenke ich was? Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und macht die Aufgabe. Wem würdest du Folgendes schenken? Eine CD mit verschiedenen Heavy Metal Bands zum Beispiel oder mit einer anderen Musikart? Einen Mixer oder ein anderes Küchengerät,
Wobei das Wort Küchengerät Kuchinski-Apparat bedeutet. Ein praktisches Geschenk, welches zum Beispiel eine DVD oder einen Film, ein Buch mit Gedichten zum Beispiel oder ein anderes Buch oder ein Sportgerät, zum Beispiel Inlineskates oder ein anderes Sportgerät. Also mach dir Gedanken über folgende Geschenke. Wem würdest du sowas schenken? Kauft ihr noch immer CDs oder DVDs? Pausiert die Videoaufnahme und sagt, wem ihr folgende Geschenke kaufen würdet. In der folgenden Aufgabe wollen wir unsere Einkaufslisten zu Weihnachten erstellen. Zum Beispiel, meiner Mutter kaufe oder schenke ich einen schönen Schal. Schreibt bitte eure Ideen in eure Hefte auf. Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme. Und was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Hier sind einige Ideen. Also zu Weihnachten wünsche ich mir eine neue Jeans, eine neue Armbanduhr. Die Armbanduhr heißt Ruchnisat. Süßigkeiten, Frieden in der Welt. Der Frieden heißt Mir. Gesundheit, neue Freundschaften und so weiter. Also, ihr schreibt jetzt einen Wunschzettel. Das Wort Wunschzettel heißt Popisjelja. Schreibt bitte diese gelb markierten Wörter in eure Hefte auf. Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und vervollständigt eure Wunschzettel. Weihnachtsgeschenke haben immer etwas mit Weihnachten zu tun. Und hinter Weihnachten steht eine Weihnachtsgeschichte. Welche Assoziationen fallen dir beim Begriff Weihnachtsgeschichte ein? Vielleicht Jesus, Maria, Josef und Engel Gabriel. Oder aber ein Esel. Also, das ist der Esel Margarets. Oder aber eine Krippe in Bethlehem. Das Wort die Krippe heißt Jaslice. Oder heilige drei Könige oder die Weisen aus dem Morgenland. Kaspar, Melchior und Balthasar. Ja, der Weise bedeutet Mudrец und das Morgenland heißt Istok. Die drei Weisen aus dem Morgenland haben einem Stern gefolgt, dem Stern von Bethlehem. Und sie haben mit sich verschiedene Gaben gebracht. Die Gaben heißt Dar, Bokron. Sie haben Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht. Das Wort der Weihrauch heißt Damian und die Myrrhe heißt Smirna. Schaut euch das folgende Video unter dem Link an oder scannt den QR-Code ein. Der Link heißt bit.ly/ Weihnachtsgeschichte heute, wobei W in Weihnachtsgeschichte und H in heute großgeschrieben werden. Also, was ist in dieser Weihnachtsgeschichte anders? Pausiert jetzt diese Videoaufnahme und nachdem ihr das Video gesehen habt, antwortet auf die Frage, was ist in dieser Weihnachtsgeschichte anders als damals. Erzähle jetzt diese Weihnachtsgeschichte anhand folgender Stichworte nach. Die Stichworte lauten: Wir sind die Hauptgestalten in dieser Weihnachtsgeschichte von heute.
Was passiert in dieser Geschichte und wann passiert diese Geschichte? Wie verläuft die Kommunikation unter Hauptgestalten? Wie kommt man an Geschenken und wo kauft man die? Wo sind die Schauplätze von dieser Weihnachtsgeschichte? Und mit welchem Verkehrsmittel verreisen unsere Hauptgestalten? Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme. Ihr habt wahrscheinlich folgende Informationen beim Nacherzählen angeführt. Also, die Hauptgestalten in der Weihnachtsgeschichte von heute waren Maria, Josef, Engel Gabriel, Heilige Drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar. Was passiert in dieser Geschichte? Also Maria ist schwanger, sie soll ein Kind zur Welt bringen. Wie kommunizieren sie? Sie kommunizieren über ICQ, über Facebook, Twitter oder über E-Mail. Wie und wo kaufen sie die Geschenke? Also, sie kaufen Geschenke online und zwar über Amazon. Wo passiert die Weihnachtsgeschichte? In Nazareth, Bethlehem und in einem Stall. Wie verreisen unsere Hauptgestalten? Also sie reiten auf dem Esel oder gehen zu Fuß. Überlegt folgende drei Fragen zum Thema richtiges Weihnachtsgeschenk. Nämlich, was meint ihr, hat das Christkind richtige Weihnachtsgeschenke bekommen? Erinnere dich nochmal, was das Christkind bekommen hat. Würdet ihr dem Christkind vielleicht doch etwas anderes mitbringen? Aber was? Was schenkt man heute einem Baby zu Weihnachten oder zur Geburt? Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und antwortet mündlich auf diese drei Fragen. Kann eure Weihnachtsgeschichte heute noch kreativer, moderner und verrückter sein? Schreibt eure kreative Weihnachtsgeschichte anhand folgender Stichworte: die Hauptgestalten, die Geschichte, die Kommunikation, die Geschenke, die Schauplätze und die Verkehrsmittel. Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und schreibt eure Weihnachtsgeschichten in die Hefte auf. So, und jetzt sind wir am Ende. Am Ende dieser Videolektion wollen wir noch sehen, was ihr konkret und wie ihr das gelernt habt. Benutzt dafür die Symbole rechts. Die Spalte mit dem linken, grünen Emoji wird angekreuzt, falls ihr das sehr gut machen könnt. Zum Beispiel hier. Die Spalte mit dem gelben Emoji wird angekreuzt, falls ihr noch ein bisschen Übung braucht. Und die Spalte mit dem roten Emoji wird angekreuzt, falls ihr hier noch viel Übung braucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag heute und hoffe, dass ihr heute viele grüne Emojis hattet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!